2-1. Zieltruck ist in Bewegung. Halber Kilometer südlich. Verstanden. Wir kümmern uns drum. Feindliche Soldaten voraus! Soldaten voraus! Bereich gesichert! Hier, durch das Tor! Ich hab's! Hier, klar! Gegenverkehr! Nach rechts! Nach rechts! Treppen hoch! Kontakt! 2 Uhr! Die Independence Road geht es hier lang! Das Geschütz ist gepanzert. Wir müssen es flankieren. 12 Uhr. Mitchell, den Kampfwagen flankieren. Los, hinter den Bastard. Willst du hin, Mitchell? Los, hinter dem Wasser! Mitchell, bleib bei der Mission! Hinter dem Bastard!
Saubere Arbeit, Mitchell. 2-1. Zieltruck biegt nach Westen auf den Liberty Highway ab. 500 Meter. Gleich da. Hier durch. Wir müssen über diese Mauer. Über die Straße. Aufpassen! Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! Ich hätte mich da gerade fast erwischt. Die Truck nähert sich der Position. Verstanden, Prophet. Mitchell, zu mir! Mitchell, hier drüben! Der Truck müsste jetzt zu sehen sein. Ich sehe ihn. Verdammt! Keine freie Schussbahn. Scheiß drauf. Bringen wir es hinter uns. Spring! Schalte die Geländewagen aus! Wir haben Sichtkontakt zu dir verloren. Verfolge Ziel nach Süden. Organisier dir einen fahrbaren Untersatz und folge mir. Gut. In der Nähe bleiben. Come on.
Sicher, Höhli! Ausschalten! Truck auf 12 Uhr! Springen! Hey, nicht schlafen. Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Bitte sag mir, dass er am Leben ist. Ganz locker. Er atmet. Noch. Was wollen die überhaupt mit dem Typen? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Das geht nur das Hauptquartier an. Bist du zufriedener, Johnny? Du hast gehalten, was du versprochen hast. Heute gebe ich einen aus. Gar nicht übel, Mitchell. Atlas lief es anders als bei den Marines, aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Verdammt nochmal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Red kein Unsinn. Ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterwäldler Arsch einen sieht, der noch alle Zähne hat, aber reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Seht ihr diesen Scheiß? Nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was können wir für Sie tun, Sir? Fürs Erste reicht ein Glas. Das geht noch besser. Setzt euch, Jungs. Beim Militär gibt es ein Sprichwort. Behandle deine Männer wie geliebte Söhne und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Das Feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht. Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser und setzte sich täglich größere Ziele.